Mittwochnacht irgendwo im Norden. Ich bin auf dem Weg zu einem geheimen Treffen. Angefangen hat alles mit einem Anruf und der Frage, ob ich bei der Aufklärung eines Verbrechens helfen will. Klar will ich. Schließlich geht es um Diebesgut. Ich bin verabredet mit einem Mann aus dem Rockermilieu. Das ist ein Hells Angel. Den Mann kenne ich schon seit Jahren und ich vertraue ihm. Und ich glaube, er vertraut auch mir. Und er will mir einen Gegenstand übergeben und hofft, dass ich ihm dann weiterhelfen kann. Der Gegenstand, so viel weiß ich, ist ein wertvolles Buch. Raubkunst sozusagen. Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, ziehe ich mir Handschuhe über. Verabredet wurde, dass ich nach der Übergabe die Ermittler informiere. Der Hells Angel ist pünktlich. Er selbst will das Buch nicht bei der Polizei abgeben. Vielleicht, weil er sich strafbar gemacht hat. Der Mann ist vorsichtig, trägt Kapuze und genau wie ich Handschuhe. Mitgebracht hat er einen Stoffsack mit einem schweren Gegenstand. Alles gut? Ist das Diebesgut eigentlich? Ja. Haben wir aber nicht sie geklaut, ne? Nicht von mir. Okay. Kann ich noch später noch mal mehr erfahren? So? Kriege ich noch Infos? Okay. Danke. Okay. Die Übergabe hat geklappt. Wohl auch, weil wir beide wissen, dass ich ihn nicht belasten werde. Als Journalist habe ich das Recht zu schweigen. Das Buch dagegen ist eine echte Sensation. Offenbar ein sehr altes, historisches Buch. Der Hells Angel hat erzählt, dass er nicht wüsste, wo und wann das Buch gestohlen wurde. Er hätte es von dem Dieb bekommen. Für mich ist eine andere Frage wichtiger. Nämlich, was ist das überhaupt für ein Buch? Offenbar handelt es sich um eine Bibel, die in der Stadt Lübeck gedruckt wurde. Und hier steht eine römische Jahreszahl MDXXX111. So viele römische Zahlen kann ich noch. Das ist 1533. Das ist noch zu Lebzeiten von Martin Luther. Also diese Bibel scheint eine der ersten Bibeln überhaupt zu sein, die in Deutschland gedruckt wurden. In deutscher Sprache offensichtlich. Die Bibel, so viel finde ich heraus, wurde von Johannes Bugenhagen verfasst. Ein Weggefährte Martin Luthers. Der Wert zwischen 10 und 15.000 Euro. Weltweit gibt es davon nur noch 27. Meine Recherchen im Internet ergeben außerdem, dass genauso eine Bibel im niedersächsischen Kattenberge bei Cuxhaven gestohlen wurde. Der nächste Schritt ist also klar. Ich muss nach Cuxhaven und die Bibel bei der Polizei abgeben. Immerhin ist die Heilige Schrift ein Kriminalfall. Und zwar einer, den die Ermittler lösen müssen, nicht ich. Ich kann natürlich als Journalist nicht meine Quellen nennen und sagen, wo die Bibel herstammt, von wem konkret. Was ich aber sagen kann ist, der Hells Angel, der sie mir gegeben hat, hat gesagt, dass der Dieb, der sie geklaut hat, Spielschulden bei ihm hatte und dann sozusagen die Spielschulden mit der Bibel abgeglichen hat. Ob diese Geschichte mit den Spielschulden stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich nicht überprüfen. Warum der Hells Angel mir die Bibel gegeben hat, kann ich auch nicht überprüfen. Er hat gesagt, so eine Bibel ist ein schlechtes Omen. Wenn man die hat, die ist geklaut, das bringt Unglück. Doch bevor ich zur Polizei fahre, mache ich einen Abstecher. Nach Kattenberge, den Ort, in dem die Bibel vor über 4 Jahren gestohlen wurde. Hilmar Menke war hier früher der Pastor. Er könnte letzte Zweifel ausräumen. Pastor Menke, was sagen Sie? Ja, das ist sie. Ja? Wie gesagt, ich habe es sofort erkannt, weil den Schutzbeutel hat meine Frau genäht. Für einen Moment ist die Heilige Schrift wieder zu Hause. Doch behalten kann der Pastor sie noch nicht. Ah, jetzt lassen Sie Ihre Fingerabdrücke da. Die Polizei untersucht die noch. So. Ich kann sie jetzt leider nicht da lassen. Ich muss sie zur Polizei bringen. Selbstverständlich. Das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist schon ein besonderer Moment. Donnerstagnachmittag endet meine Reise bei der Polizei in Cuxhaven. Vor der Kamera dürfen die Ermittler nichts sagen. Egal. Hauptsache, die Bibel kommt wieder dahin, wo sie hingehört.